Vorsitzende, Herr Stadler, eine Minute. Frau Präsidentin, ich selber rauche nicht, aber ich bin entschieden gegen staatlich verordnete Lebensweisen. Ich bin entschieden dagegen, dass der Staat den Bürger bevormundet mit einem aufdringlichen staatlichen Schutzgehabe. Ich bin dagegen, dass wir mit gouvernantenhaftem Moralisieren etwas regeln, was wir nicht zu regeln haben, was meinem Bild vom freien Bürger, vom mündigen Bürger widerspricht. Es gibt jedes Jahr zigtausende Alkoholtote. Wann, Herr Kommissar, werden Sie Flaschen, Weinflaschen, Whiskyflaschen mit entsprechenden Schockbildern zwingend vorsehen, um die Leute vom Alkohol wegzubringen? Es gibt jedes Jahr zigtausende Diabetestote. Wann werden Sie Süßigkeiten verbieten? Wann müssen Süßigkeiten, Pralinen mit Schockbildern versehen werden von Diabetestoten? Wann kommt das alles? Das sind alles staatlich verordnete Lebensweisen, die niemand haben will. Das ist der Grund, warum die Europäische Union immer unpopulärer wird. Sie mischen sich in Dinge ein, die der Bürger nicht haben will. Diese 85.000 Eingaben im Konsultationsverfahren haben eine deutliche Sprache gesprochen. Der Bürger will das nicht. Regeln Sie die Dinge, die notwendig sind und nicht jene Dinge, die mit dem freien und mündigen Bürger im Widerspruch stehen. Ausgerechnet jene politischen Kräfte, die die Liberalisierung der Drogen, weicher Drogen verlangen, treten heute gegen den Tabakkonsum auf. Das ist heuchlerisch bis zum geht nicht mehr. Onorevole Ayuso, un minuto. Frau Ayuso, anderthalb Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank all denjenigen, die gesprochen haben. Wenige Gesetzgebungstexte haben so viel Polemik ausgelöst.